Hallo, heute möchte ich euch einmal was zeigen, was mir ganz besonders wichtig ist. Die Klimakrise, die betrifft uns alle immer stärker und in ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen. Sie gefährdet unsere einzigartige Natur. Extremwetterereignisse zerstören unsere Ernten und auch wir Menschen. Wir spüren das immer deutlicher, was es bedeutet, wenn unsere Sommer immer heißer werden. Und gerade im Verkehr, da sind die CO2-Emissionen in den letzten Jahren gestiegen, stark gestiegen, anstatt zu sinken. Aber deswegen liegen gerade im Verkehr die großen Chancen im Klimaschutz. Wir alle wollen gut und schnell mobil sein und vorankommen. Aber damit wir damit auch unser Klima schützen, verändern wir unser Mobilitätssystem. So kommen wir klimafreundlich voran. Der Boden, vor allem hier bei uns in Tirol, ist eine enden wollende Ressource und damit sehr kostbar. Wir fordern, dass aus gewidmetem Bauland sozialer Wohnbau entsteht und nicht gehortet wird. Und wenn wir vernünftig und verantwortungsvoll mit dieser wertvollen Ressource umgehen, ist es auch nicht mehr nötig, an Gemeindegrenzen in den Wald und in die Auen hineinzubauen. Tirol ist ein Land, in dem die Lebensräume vielerorts ungerecht verteilt sind. Das beginnt bei der Dominanz des Straßenverkehrs in den Orten und endet bei den horrenden Mietpreisen. Wir Grüne, wir stehen für eine Gemeindepolitik, die Interessen aller im Blick hat. Die Aufgabe einer zeitgemäßen Gemeindepolitik ist, Möglichkeiten zu schaffen, dass alle Menschen mitbestimmen können. Um demokratische Prozesse zu fördern, braucht es mehr Bürgerbeteiligung, mehr Informationsangebote und einen direkten Dialog mit der Bevölkerung. Denn Einbindung ist der Schlüssel zum Erfolg. Und dafür haben wir einiges vorbereitet. Uns fehlt nämlich die wichtigste Zutat. Und das bist du. Weil es auch deine Zukunft ist.